Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf der SMT Nürnberg. Ich begrüße heute bei mir Herrn Bernd Frühwald von der Firma Weller. Ich begrüße Sie. Hallo. Vielen Dank für das Gespräch heute. Ich fange mit der ersten Frage an, was gerade die Neuigkeiten bei Weller ist. Die Neuigkeiten, Weller hatte letztes Jahr ein sehr gutes Jahr. Mhm. Wir sind fast zweistellig gewachsen im Jahr 2014. Auch 2015 ist ein guter Start. Auch der Ausblick für das Jahr sind wir eigentlich sehr, sehr positiv. Mhm. Was gibt es Neues? Wir haben im Prinzip, ich bin neu als Geschäftsführer seit 9 Monaten und wir werden uns jetzt durch den Rückenwind, den wir vom letzten Jahr haben, stark investieren in das Unternehmen, in neue Produktentwicklungen, in Märkte ausbauen, um das Unternehmen eigentlich komplett neu und global aufzustellen für die Zukunft. Mhm. Das sind unsere Schwerpunkte. Mhm. Also ein großer Erfolg, den Sie in den letzten Jahren aufweisen können. Sind das Trends, die Sie im Markt erkennen, ein Wachstum vielleicht oder gerade? Die Haupttrends, die wir eigentlich erkennen am Markt, ist die Miniaturisierung der Produkte, der Komponenten. Ja. Das ist ein Schlüsselthema für uns, wo wir im Prinzip mit den richtigen Produkten kommen müssen. Auch die Automatisierung wird stärker kommen. Das Thema Industrie 4.0, wie wird das automatisierte sein in der Zukunft und wie antworten wir darauf? Und da sind wir gerade dabei, das Unternehmen vorzubereiten für dieses Industrie 4.0. Wir haben die richtigen Antworten jetzt schon dafür und werden jetzt aber auch noch durch ein kräftiges Investitionsprogramm in neue Produktentwicklungen. An der Produktronika werden wir die ersten neuen Produkte vorstellen und auch die ersten Lösungen, um Antworten zu finden. Mhm. Ein weiterer Trend, den wir sehen, ist, dass in China viele Firmen nach Südostasien abwandern, wegen den Lohnkosten. Ja. Das ist ein großer Trend, wo wir uns jetzt organisatorisch aufstellen müssen, um die richtigen Lösungen, um die richtigen Vertriebskonzepte und auch die richtigen Produkte dafür zu haben. Ja, denn das ist ein großer Trend, denn die Lohnkosten steigen hier um 20-25%. Und da müssen wir die Antworten entweder mit Automatisierung, das auch in China ein großer Trend ist, investieren sehr viel das Land, oder in den anderen Ländern die richtige Infrastruktur zu haben. Mhm. Sehen Sie Unterschiede zwischen den Märkten, die Sie zum Beispiel in Europa ansprechen und jetzt die Sie in Asien ansprechen? Ja, das sind deutliche Unterschiede, denn die Preisgefüge in Europa ist doch noch etwas anders wie das in Europa, wobei wir die Asiaten eigentlich schon nach Europa reinkommen und versuchen hier Produkte zu verkaufen. Mhm. Aber wir brauchen für die Region brauchen wir auch das richtige Produkt und da arbeiten wir jetzt dran, dass wir für den Marktausbau auch das richtige Portfolio haben, denn sonst bringt das Ganze nichts. Ja. Ja. Daran arbeiten. Und für die Zukunft, wo ist da Ihr Fokus? Unsere Zukunft ist eindeutig die wachsenden Märkte, die Emerging Markets. Wir sind in Europa Marktführer mit 50-60% Marktanteil, wir sind in USA haben wir 50-60% Marktanteil und wollen eigentlich in den Emerging Markets wachsen. In China, Südostasien, Indien haben wir letztes Jahr unseren größten Auftrag der Firmengeschichte aus Indien. Mhm. Lateinamerika wird ein Thema für uns sein. Mhm. Da wollen wir uns drauf konzentrieren. Auch Innovationen. Ich denke, man kann nur überleben mit Innovationen, aber auch Innovationen für die richtigen Märkte. Also Handsoldering wird sich weiterentwickeln, aber auch das Automatisierungsthema wird ein Schlüssel sein, wo die Industrie hingeht, dass wir die richtigen Lösungen für die Automatisierer anbieten. Herr Frühwald, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Danke nochmal für das Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.